Kann sein, dass ich schon mal, ich habe die Kamera jetzt kennen, noch mal hinstelle da vorne. Naja, egal. Nächste Mal. Kann sein, dass ich hier noch mal kurz raus muss. Also wenn ich draußen bin sowieso. Der Schmerzen in der Hand, ne? Das ist nicht mehr normal. Da müsste passen eigentlich, oder? Dass ich hier rauskomme. Müsste passen. Damit wird es auf alle Fälle gehen. Naja, ist gut. So, eben wo es die ganze Zeit gehupt hat, da fährt jetzt jede Menge Feuerwehr hin. Ich hoffe nicht, dass da was jetzt was ist auf der Autobahn. So, gucken, dass ich mich ziemlich rechts am Zaun halte. Dann habe ich hier nämlich genügend Platz. Passt doch wunderbar. So, ich fahre nochmal zurück. Gucken, dass keiner hinten dran steht. Dann mache ich den Zaun zu. Hier müsste alles durchkommen. Ne? Ja, müsste passen. So schnell den Zaun zu. Jetzt gucken. Nämlich ab und zu Töne hört. Als wäre ich auf der rechten Seite ein bisschen höher. Schauen wir mal, ich glaube, der will da rein. Oder? Der dreht da hinten dran. Okay. Der war da hinten dran, okay. Nur ich bin mir relativ sicher, dass ich da ein bisschen höher bin. Das täuscht aber auch. Es täuscht aber auch. So. Ja, es täuscht. Alles gut.
Funkantenne habe ich nicht umgelegt. Naja. Gib nach. Muss ich ein bisschen mitlenken, hier geht es nicht anders. Ja, eigentlich passen wir da doch zu zweit durch, oder? Naja, egal, ich warte kurz, ich habe ja Zeit. Danke. So. Müssen wir wieder einen Sack haben, ne? Ja. Ist definitiv zu leer. Da muss was rein, dass er aufhört zu rappeln. Vom Bagger steht nicht ganz gerade. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ja. Alles halb so wild. Wieder laut, oder? Naja. Gleich links, weil okay, vielleicht auch nicht. Das war das, was hier gehuckt hat. Dürfen wir da neben dran vorbei?
2? Ja, gut, okay. Das war das, was hier gehupt hat. Geladen, umgesattelt. Jetzt fahre ich nach Völklingen. 29 dahin ist fertig. So, meine Zeit 2 Stunden 20, das reicht noch ein bisschen. Ach, dahin muss ich irgendwie Pause machen, ne? Aber das scheiße. Ich fahr mal los. Bagger kommt auch heim. Der Kollege ist auch schon hin, das Werkzeug holen. Also einfach nur hinfahren, den Bagger laden, vielleicht noch einen Löffel. Und der Rest geht aufs Containerfahrzeug. So, Maut habe ich schon gesagt, das habe ich. Gut, dann. Tiefer hier. Tiefhängender Ast heißt, ich bin auch gleich wieder da. Oh Mann, der war böse, der war richtig böse. Schlecht. mal gucken, wo der Bagger steht. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand von uns da ist. Sorry. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand von uns da ist. Ich hoffe, der Bagger steht draußen, außerhalb. Ja, macht er. Gut. Der hier steht super, ne? Da steht wieder perfekt. Weil, wenn der Bagger draußen steht, dann kann ich hier rum. Muss also nicht in die Baustelle rein, sondern kann gucken, vielleicht wenn die Baustelle frei ist, vielleicht fahre ich auch durch. Durch die Baustelle, aber ich denke, ich werde hinten dran auf dem Parkplatz. Okay, reinfahren kann ich nicht. Also fahren wir hinten dran. Komme ich da hinten dran? Da komme ich gar nicht hinten dran. Jetzt ist toll wieder so blöd. Ich weiß es nicht. So gibt es so viel Blödheit auf einmal. Sorry, muss kurz raus. Entschuldige, Herr.
durch. Ich lasse den noch durch und dann sorry. Habe ich nicht gesehen. Den Kollegen. So. Mal gucken, was ich alles mitnehmen muss. Steht noch ein Transportcontainer hier. Normalerweise müsste ich hier auch durchfahren. Nimmst du auf, ja? Normal müsste ich hier durchfahren können. Scheint, als wenn wir einen Löffel dran haben, Bagger, ne? Lass ich kurz davor gucken. Ja, da kann ich durchfahren. Kann dann hin wieder raus. Problem war halt nur, der eine Parkende da vorne. Das sollte, aber zur Not kann ich auch hier drehen. Soll ich gleich drehen? Soll ich da hinten drehen? Nicht da unten raus, ne? Mit dem Bagger drauf hin. Ich gucke mal, normal müsste das gehen. Bleib ich einfach hier stehen und lade Bagger. Ich ja auch machen, ne? Also hier komme ich rum, das ist mal sicher. Gut. Bleib ich einfach hier stehen und lade ihn, oder? Alles fest, ne? Der Anbaudichter ist nicht festgemacht. Die beiden Löffel sind nicht festgemacht. Thank you.
Der Kollege mit dem Hängerzug ist gerade gekommen. Ich habe hier mein Kram fertig gemacht. Er zieht jetzt die beiden Container auf. Da hinten links von mir, ich weiß nicht, ob man sieht, da geht schon die ganze Zeit lang ein Rettungshubschrauber und Feuerwehr und weiß nicht was. Und Alarmsirene quasi hörst du schon die ganze Zeit. Also, und der Kollege sagt, da wird es brennen wie Sau. Ich denke, im Stahlwerk. So, aus der Pulle und das Licht. Gucken, ob ich hier, da müsste noch mal pausen, dass ich hier hochkomme, ne? Ohne dass ich was wegrenne vorne. So, steht der Weiße noch, ne? Der Weiße ist anscheinend weg. Was ich sehr gut finde. So, also gut, letztes Mal bin ich mit dem Vierachser hier rausgefahren. Also denke ich, jetzt mit dem Dreiachser wird das auch gehen. Ja, alles gut. Danke. Das nicht. Ich könnte schwören, als ich das erste Mal hier war, stand der so. Als ich das nächste Mal hier war, stand die Deichsel. Hoppla, sorry, falls es eben irgendwelche komischen Stimme gemacht hat, stand die Deichsel in diese Richtung, jetzt steht die Deichsel wieder hoch. Oh ja. Wenn es schön macht. So, ich muss noch einen Tacken nach rechts und dann sollte das passen. Wieder zu viel. Rase. Thank you.
unterwegs etwa und habe noch nicht einmal ein Drittel der Wegstrecke geschafft. Bin rausgefahren, kurz nach dem Anruf vorhin war dann direkt Stau wegen der Baustelle. Die ganz schlauen Bestien, Lebewesen, keine Ahnung, fahren jetzt hier raus über den Parkplatz und kommen dann vorne wieder raus. Ja, alles gut. Man könnte ja über die Standspur fahren, ne? Bis man an dieser Unfallstelle vorbei ist. Irgendwie die Serie heute. Da vorne brennt's, dann raus zum Stau. Jetzt hier wieder Stau. Fahrer telefoniert. Ah, nee, doch nicht. Sorry, ich nehme alles zurück. Hör doch auf, sogar für alle, diese ganze Spur frei. Fahren doch da. Meine Fresse, ey, echt. Entschuldigung. Das Gaffen wird noch. Oder ist schon unser Untergang. Freitagmorgen haben wir es. Ich fahre morgen runter nach Imsbach. Da steht ein N29, glaube ich, oder ein N914. Weiß nicht, irgendein Gummikettenbagger. Er steht irgendwo im Neubaugebiet. Hinlaufen, der Bagger hole. Beziehungsweise der Kollege kommt, weil ich kann da nicht hochfahren. Und der kommt solo mit dem Containerzug hoch und dann laden wir dem schnell das Werkzeug auf und ich radde dann den Bagger runter und lade dann den Bagger. Dann im Anschluss haben wohl irgendeinen Kranauftrag heute Morgen, wo wir mit zwei Tieflader mitfahren sollten. Unser Kranfahrer ist leider nicht da. Ich rase hier durch wieder. Jetzt suchen wir nach dem, also wir haben zwei oder drei Stück Fahrer, aber der den Kran festfährt, ist halt leider krank. Gute Besserung. ja. Jetzt müssen wir mal kurz warten, ob wir das überhaupt machen, heute oder nicht. Ich weiß auch nicht was, ich weiß wo. Ich weiß in Göllheim in dem Zementwerk. Aber ich weiß nicht genau was.
wir mal. Hol dir erstmal eine Backe nach Hause und dann. Mal abwarten, was es gibt. Sollten um 8 Uhr da sein, es ist 20 nach 6. Ja, also bis 8 Uhr schaffe ich eh nicht mehr. Warte jetzt noch, bis der Kollege kommt. Mit dem fahre ich dann hoch. Wie gesagt, dann rumpel ich mit dem Bagger hier runter auf die Hauptstraße. Da steht dann auch ein Radlader, ne? Da steht auch noch ein Radlader. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Ich bleib mal hier vorne stehen, vom Ort. Fahren hier vorne die erste hoch und dann geht es irgendwie links, rechts, keine Ahnung. Das war der Bagger. Also wir fahren doch nicht ins Werk rein. Ha? Alles gut. Man fährt doch nicht in den Zwerg rein in Köllheim, sondern irgendwo an Windräder. Da stand die ganze Zeit, ich nehme an, dass das da ist, stand ein Gittermast. Ich weiß nicht, ob neue Windräder aufgebaut wurden oder ob da was ausgetauscht wurde. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall der Kran ist ja drin. Soll wohl umgesetzt werden. Und da sind wir heute mit unserem Autokran und zwei Tieflader sind wir heute dabei. Hoffe nicht, dass es zu weit ist. Schauen wir mal. Fahren wir da runter. Ist jetzt Viertel vor neun. Definitiv schon wieder zu warm. Ja, ich habe nichts gegen das Warme, aber zum Arbeiten definitiv zu warm. So die Tanks sind beide noch relativ voll. Ja, war ja erst gestern Abend tanken oder gestern Morgen sowas. Gucken wir mal, was das wird da heute. Danke. Thank you.
gespannt, was das hier gibt. Ich bin mal gespannt, was das hier gibt. Also heute wird nur der Ballast gefahren. Halt, ich muss hier auch noch hoch. Hier hinten haben sie wenigstens Schotter drunter gemacht. Ne? Da vorne ist nur Acker. Das ist ein Bapp. Wenn dann ein Rad dreht, logischerweise schiebst du dann die die Stahlplatte weg und stehst im Dreck unten drin. Naja, schauen wir mal. Wird auch heute werden nur die Kontergewichte gefahren. Also es sind jetzt zwei oder drei Fahrzeuge sind schon weg. Zwei stehen noch hier. Machen wir die Automatik raus. Zwei stehen noch hier. Also muss ein ordentlicher Kran sein. So, das erste Windrad. Man könnte da auch nur, da haben wir unten wenn Parkplatz. Also das Zeug geht nur auf die andere Seite vom Berg, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, und dann haben wir unten wenn Parkplatz, es kann immer nur einer hoch, da hebt das Zeug runter, oder unser Kran hebt das Zeug runter und weiter geht's. Ich glaube, definitiv haben wir hier die falsche Tieflade. Bräuchten einfach einen Ballasttrailer, mit dem wir das vieles, wir vieles. Gut, ist halt auch nicht unser Hauptgeschäft. Ja. Fährst jetzt da an mir vorbei, noch so 200, 300, 400 Meter hin und dann kommt die Kreuzung, da fährst du quasi links und dann rückwärts den Berg hoch. Ja, okay, alles klar. Dann sagst du dem, wie viele Tonnen du haben willst, dann kriegst du so Brocken aufgeladen. Drei. Kommt der mit Mello 8 zurück oder bleibt der vorne? Nee, der bleibt vorne, der wartet noch. Weil es ist weil die Ausfahrt ist echt ein bisschen, ja, bescheiden. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch hinterher fahren, oder nicht? Du kannst jetzt direkt hinterher fahren, ja. Ich glaube, ihr seid auf FM, gell? Wir waren auf AM eben. Schauen wir mal, was das hier gibt. Ja,
höre schon wieder nur Rauschen. Das ist einfach. Also nicht, warum mein Funkgerät nicht mehr richtig geht. Mal gucken, wenn ich morgen da bin. Vielleicht ist unser Elektriker da, vielleicht kann der mir mal die Stehwelle richtig einstellen. Falls es überhaupt noch geht heute, das weiß ich nicht. Ich bin da auch nicht so ein Fachmann. So, mal gucken. So, hier dann links wahrscheinlich und dann rückwärts der Berg hoch. Oder rückwärts Richtung Kran, ja. Wurde beim Rückwärtsfahren, ich muss nicht angeleint sein. Was ich jetzt hier durchdrehe. Du durchdrehst, drehe ich durch. Da sehe ich was. Einfach gerade zurück.
habe das halt noch nie gemacht. Ich bin da nicht, bin da kein Fachmann drin. Davor, wo die Kollegen standen, mache meine Ketten drum. Ich habe jetzt 30 Tonnen Ballast. Ja, gibt halt nur 10 und 40 wäre zu viel. Also haben wir nur 30 dabei. Jetzt kommen wir vom Kran hin raus. Muss ja mal funkeln. Ich denke, man hört. Du hörst mich, ja. Ist, da kann ich die vier Ketten drum schmeißen quasi und Attacke. Gucken, ob der Kollege einen Standort schon geschickt hat. Nö. Ja, unser Kran steht am falschen Standort. Der ist wohl einen falschen Standort geschickt bekommen. Ob die schon rausgekommen sind da vorne. Von rechts kommt ein Pkw gefahren. Vorrichtung Windrad 2. Müssen wir mal gucken, ob die Funke an ist. Aber hier im Wald wird der Empfang eh bescheiden sein. Aber eigentlich kann auch noch keiner zurückkommen, weil unser Kran wird ja erst aufgebaut. Gut, da vorne sehe ich das Windrad. Da bleibe ich stehen, mache die Ketten drum. Aber ich denke, also der Kran wird dann, jetzt werden erst die Gewichte gefahren und dann wird der Kran erst zerlegt. Also da wird heute eh nichts. Nichts mehr gefahren. Ich denke, das ist nur diese eine Runde. Vielleicht hätte ich müsse schon gar nicht mehr herkommen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht muss ich schon gar nicht mehr herkommen. So. Fest. Und dann rollen wir los.
So, die Speicherkarte ist gleich voll. Scheiße, warum habe ich die nicht gewechselt eben? Alter, ich habe gerade erfahren, wir sind die nächste Woche auch noch hier, mindestens 2 Tage. Woche werden dann die Kranteile gefahren. Meter lang, diese Kranteile.
Parkbett hat knapp 7 Meter. Ich weiß nicht, ob ich dafür ausziehe oder nicht. Ich denke, wenn die einen halben Meter rausgucken hin und dann ist es eben so. Schwanenhals habe ich noch einen neuen Kettenspanner. Bei dem hier ist bei dem einen ist wo du halt umstellst, ob du zu oder aufdrehst. Da ist so eine Kugel oben drin, da ist wohl irgendwie eine Feder hinten dran und die drückt quasi nach unten, dass die Ratsche halt einhakt und das macht der halt nicht mehr. Jawohl, Leute, okay. Hier war ich echt noch nie. Au. Steht gerade, wo wir vorhin geladen haben. Ja, warum lässt man uns dann hier nicht durch den Wald fahren? Verstehe ich nicht. Könntest du die Karre voll knallen? vielleicht wegen dem. Ja, unser Digger.
hier mal stehen bleiben. Ich mach mal los. Immer raus, ich mach mal los. Es war 13.20 Uhr sogar schon gleich. Für heute sind wir hier fertig. Montagmorgen um 8 soll es weitergehen. Dann werden am Wochenende werden die den Kran umsetzen hier. Und Montagmorgen um 8 Uhr wird dann der Mast gefahren. Das sollten wir wieder dabei sein. Da sollen wir wieder dabei sein. Jetzt nach Hause, soll wohl noch ein Radlader nach Worms bringen, vielleicht noch irgendwelche kleinen Teile, keine Ahnung. Und ja, schauen wir mal. Montag geht's dann hier weiter. Ich weiß nicht, ob wir mit zwei Autos fahren. Mit einem Auto mitfahren. Auf alle Fälle muss ich daran denken, dass ich mir Paletten mitnehme. 8 Stück etwa. Und ich muss noch mal gucken nach Gurten. Mal gucken, was ich noch so dabei habe. Also ein Kranteil hat, ich glaube, 11 Tonnen oder so. Ja, wenn ich da vier Gurte dran mache und dann vielleicht sogar 3. Aber dann sollte das reichen. So. Noch hier. Für heute bin ich durch. Morgen früh habe ich noch das Dolly anhängen. Das ist fertig. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Das ist fertig. Repariert. Mal anhängen, gucken, ob es geht. Dort noch ein Rad wechseln. Aua. Und dann HU mit dem großen Tieflader. Mit Dolly dran. Ich denke, da werde ich nichts filmen. Was soll ich da filmen? Das ist irgendwann, wenn Gelegenheit, wenn ich es halt wieder mal brauche beim Fahren, dann filme ich das auch mal ausgiebig, das An- und das Abbauen. Also die Leute fahren hier einfach rein. Man merkt, dass ein Auto rollt. Hey, Wochenende! So, genau das machen wir nämlich jetzt. Ja, ich muss bis morgen noch mal ran. Ciao! Bis morgen noch mal ran. Da rum ums Eck, ja, dürfte passen, oder?
Ja, Schluss für diese Folge. Ich quäl mich noch ums Eck hier rum. Ja, ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen. Sorry, das Filmen war eben für der Arsch. Im Verlauf der Filmen. Fahre ich jetzt hier mit dem Badstein wieder, ne? Wie geht. Wo will ich denn du hier? Sorry, da kommt gerade ein Auto, steht hier quer vorne dran. Weg, ich brauchte Platz, weg. Also furchtbar. Furchtbar, wollte ich jetzt schon wieder da hinstellen. Sorry. Warum könnte es erregeln? Also, Gott sei Dank gibt es genügend Menschen auf der Welt, die mir jeden Tag zeigen, wie ich mal nicht werden will. Gott sei Dank gibt es die, die mich immer wieder so ein bisschen runterholen. So, tut mir leid. Ich krieg's einfach nicht hin, mal eine normale Sendung oder eine Folge mal normal zu beenden. Krieg's einfach nicht hin. Vielleicht sollte ich stehen bleiben, währenddem ich das mache. Das wäre vielleicht eine Idee. Also, kurz nach vier. Ich wollte jetzt nur noch nach Hause. Und dann mache auch heute nichts mehr. Stell das Fahrzeug in die Halle. Ich komme ja morgen eh. Bleib stehen. Komm ja morgen eh, ja, und dann mache ich am Morgen durch morgen putzen, Marathon. Montag brauche ich diesen Tieflader wieder für zum Kranteile fahren. Wobei ich auch mal frage, ob wir wieder mit beiden Fahrzeugen fahren, das weiß ich halt nicht. Damit wahrscheinlich geht es dann damit am Montag weiter. Montagmorgen ab 8 Uhr soll man da sein. Jo. Jetzt aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht, auch wenn ich wieder von Kuchenbacken auf Arschbacke komme. Es ist halt so bei mir. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Bis dann. Haut rein. Ciao.